Blutgewand. Und so eine Wurzel. Und Level Up. Level 16, das ist toll. Du bist stärker als all meine anderen Monster. Und das warst du schon immer, lieber Apatron. Was passiert nun? Diesen Jünger der Finsternis gibt es nicht mehr. Er war es, der die schwarze Seite in mein Herz einpflanzte. Florist. Aber es ist gleichsam auch ein Teil meines wahren Selbst. Da steckt was Weises dahinter. Wo es Licht gibt, findet man auch Dunkelheit. Du musst die Seelen deiner Mitmenschen leiten. Solange wir leben, brauchen unsere Seelen das Fleisch. Für den Fortbestand der Menschheit und für die geliebte Person. Kodis Synchronsprecher ist einer der Synchronsprecher des Spiels, von denen ich denke, dass sie einen guten Job geleistet haben. Wir haben das Juwel des Feuers erhalten, damit hätten wir 2 von 2. Quatsch. 2 von 4. Wer hat einen Platz in deinem Herzen? Um welches Kind kreisen deine Gedanken? Die Weisen. Er hat den Tag gerettet. Ich bin froh, dass du gesund bist. Hast du den 2. Juwel bekommen? Nein, ich wurde übers Ohr gehauen. Wunderbar. Dieser purpurne Glanz ist der Juwel des Feuers. Es ist der Edelstein für die Prüfung des Zweifels. Vielleicht war es die Schmerze im Herzen des blauen Kokonmeisters, dass er Zweifel an seinem eigenen Schicksal hatte. Es fehlen immer noch 2 Juwelen. Lass uns den Weg für die nächste Prüfung freimachen. Für diese nächste Prüfung musst du dich in den Libellenwald der Unterwelt begeben. Alles klar, auch dieser Wald sieht seinem Vorgänger ziemlich gleich aus, ziemlich ähnlich. Erstmal speichern. Ich hätte es passender gefunden, wenn der blaue Kokonmeister uns auch den blauen Edelstein praktisch gegeben hätte und ein Monster-Dämon, ein Wasserdämon gekommen wäre. Aber nun gut, wir sehen uns in der nächsten Folge im Libellenwald der Unterwelt. Bis dahin.